So, zuallererst. Hier ist das Problem. Da. Ziegel. Sehr stabiles Material am Wendel zu errichten. Okay. Da und da hätte ich gerne zu. Weil das müsste das Problem sein, weswegen er hier die ganze Zeit meckert. Weil es halt Verbindungen hier schräg gibt und von da nach da. Da ist sogar ein Sternchen. Goodie, hätten wir das auch geklärt. Und Jungs, warum macht ihr da nichts? Ihr sollt das... Silberaxt. Oh. Nur die Schmiede. Schmiede haben wir noch nicht. Genau, ihr geht mal da arbeiten. Chop, 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 chop und so. Und in einer Minute 50 kommt die erste Welle. Wie sieht's denn so waffentechnisch aus? Morgenstern. Ja. Ein Eisenerz. Gut. Ein Morgenstern. WTF? Nee, du kriegst den Morgenstern nicht. Du gibst gleich tot um. Die anderen sehen auch nicht viel besser aus. Ach du gute Güte. Ja, unbedingt hier zumachen. Hier zumachen. Hier kommt hoffentlich überhaupt gar keiner rüber. Ja, wohl die Tür. Wenn wir die Tür hier hinsetzen können, dann können sie nicht rüberspringen. Dann springen sie gegen die Tür, pulsen runter und werden vom Kriegsschwein aufgegessen. Mach das da. Boah. Jungs. Macht ihr jetzt gar nichts mehr, oder was? Benutzen. Ihr habt Dirt. Ihr habt einen Weg dahin. Du. Kontrolle übernehmen. Oh. Nee. Wilde Zwerg. Kontrolle übernehmen. So, überspringen. Kontrolle übernehmen. Oben, okay. Alle, ja. Das war falsch. Befreien. Okay, dann mache ich hier ganz kurz einen Dreck hin. So, dann macht er hin. Macht hier ein Portal hin. Macht da unten ein Portal hin. Und macht da ein Portal hin. Jetzt macht er zu. Und da ist der Feind. Ja, guti. Gucken wir mal gut, wie gut das hier klappt mit dem kleinen Burggraben und dem Kriegsschweingeburggraben und der Tür. Und währenddessen mache ich zweifache Geschwindigkeit. In der Hoffnung, dass sie irgendwann darauf kommen, dass man vielleicht mal da was machen könnte. Vielleicht hier graben lassen? Ist jetzt irgendwie schon Schizo, aber... Ah, oh, es geht. Okay. Dann da einsetzen. Und ich höre hämmern. Ach, die hämmern sich jetzt hier unten rein. Ja, klar. Das sind ja Untote. Denen ist das Wasser ziemlich Wayne. So, jetzt bitte da und da und da zu machen. So, und dann hier wieder auf. Und dann vielleicht richtige Leitern bauen. Richtige Leitern wären hier. Eins, zwei. So. Da. Und dann Leiter hier, hier. Da geht nicht. Das ist doof. So. Warum hauen die da oben den Stein? Bäh. So, jetzt sind sie gleich hier. Und dann haben wir ein Problem. Hä? Das ist komisch. Was zur Hölle machen die da? Die können doch nicht schräg da durch, oder? Okay. Ja, dann portet euch mal hier unten hin und macht hier weiter. Oh, oh, da und dorthin. Du wirst angegriffen. Du wirst angegriffen. Jetzt. Die gehen wieder zurück.
Und wir haben es gleich Tag. Oh oh. Na gut, geht nicht. Also es scheint zu funktionieren. Auch wenn es nicht ganz so geplant war. Und wir können da unten keinen neuen Stein setzen, fällt mir ein, weil wir da nicht rankommen. Die Goblins sind immer noch da. Ersetzt mal das hier bitte vorne durch Stein. Vorne durch Stein, damit sie hier nicht so leicht durchkommen. Da ist noch der Beholder. Genau, und hier. Weitergraben. Tür kann wieder auf. So, ja, Scaffolding kriegt er hier auch neu, ist okay. So. Und ihr könnt jetzt endlich. Komfort gut 61 und er ist rot. Der komische Totem. Gut, du gehst schlafen. Du gehst schlafen. Du gehst schlafen. Was ist das? Wo zur Hölle bist du? Holztruhe. Okay. Genau, geht schlafen, geht schlafen, geht schlafen. Warum geht der nicht schlafen? Neuer Zwerg. Was? Achso, einer ist gestorben. Du bau da einen Stein, wenn du das irgendwie kannst. Bau vielleicht vorher hier Dirt? Nö, wollen die nicht. Tickst auch. Da ein Portal. Sehr komisch, du bist angegriffen. Ein Schatten. Ein Porträt. Ja, super. Da unten wäre Eisen. Hier weiter. Neues Portal. Ja, also ehrlich gesagt, das läuft nicht ganz so schön, wie ich es mir gedacht habe. Also vor allem die KI ist ein wenig gewöhnungsbedürftig. Gerade, dass er jetzt noch rot ist und dass die Zwerge nicht schlafen wollen und dass sie da sich jetzt immer hin und her teleportieren. Ist alles nicht so dolle. Aber kann man nichts machen. Müssen wir mit umgehen können. Wir haben jetzt ja wieder eine Weile Zeit. Eine Angel. Jagdbuch. Grillen. Nein. Nein, 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 nein. Ich will keine Grillen. Da unten ist Eisen. Gehen wir doch mal da unten hin. So. Portal ist noch eine Weile offen. Wir haben es Nacht, aber das dürfte nicht stören. Hatte ich erwähnt, dass die KI ein wenig doof ist? Wilde Zwerg. Macht nichts. Geh schlafen. Geh schlafen. Bad Fragezeichen. Bad Ausrufezeichen. Ich kann euch noch mehr Betten hinsetzen, aber ich denke nicht, dass das viel machen wird. Irgendein Portal geht gleich zu. Das da. Neues Portal. Neues Portal. Genau, flieh und du stirbst wahrscheinlich einfach so. Nee, du fliehst auch. Gut. Wir brauchen also zwischendurch Zombies, die unseren Zwergen sagen, was sie machen sollen. Auch sehr interessant. Das da weg. Warum? Das ist jetzt doof. Also das Spiel an sich gefällt mir sehr. Aber momentan häuft sich das wirklich gerade mit Bugs und KI-Problemen und was weiß ich. Ich weiß nicht, ob das von dem letzten Patch kommt oder ob das die ganze Zeit schon da war und nur nicht aufgetreten ist, aber das ist jetzt krass. Warum hat das eben gerade hier alles rot markiert war, obwohl eigentlich der Bauvorgang hier oben ganz normal hätte anfangen sollen. Mühle, okay. Und sind halt die Zwerge, die nicht schlafen wollen, wobei das wahrscheinlich eher ein Fehler bei mir ist.
Ich weiß nur nicht, wo gerade der Haken ist. Wir haben den Schlafbereich abgetrennt. Durch die Tür. Und die Trapdoor da unten. Deswegen haben wir auch überall Sternchen drumherum. Aber trotzdem akzeptieren sie die Betten irgendwie nicht. Das Ganze wird auf dem Steinboden sein oder so. Für ein einfaches Bett. Nö, will ich nicht. Und warum wurden die neuen Betten nicht gesetzt? So. Bett kommt. Hat er gerade ein Totem-Fragezeichen gemacht? Wir haben noch ein Totem. Weg mit dem Totem. So, ich hätte gerne einen... Sammel das bitte auf. Und dann setze ich das Totem woanders hin. Und zwar hier oder so. Da ist das Totem ja einfach nur verbuggt gewesen. So, Lager. Totem. Totem. Dahin. Bett, Fragezeichen. Ja, okay. Komfort, gut. 60%. Da war es letztes Mal schon gelb oder grünlich. Du, wilde Zwerg, geh schlafen. Macht nichts, geh essen. Da der Haken. Blätterbett? Okay, bauen wir ein Blätterbett. Ja. Blätterbett. Da geht nicht, ja. Bau das Bett weg. Ein einfaches Bett. Blätterbett. Vielleicht können sie ja nur auf Blätterbetten schlafen im Sandbox-Modus, warum auch immer. So, du schlafen. Nö, will er nicht. Nee, so macht das keinen Sinn. Ich denke mal, ich mache die Folge jetzt schon vorbei. Da ich ja eh noch ein bisschen Husten habe. Und hofft dann mal, dass irgendeiner von euch mir einen Tipp geben kann, was genau hier schief läuft. Also mit der KI, mit dem nicht schlafen können, mit dem roten Bömmel da oben drauf, obwohl hier alles sternchenmäßig okay ist und so weiter und so weiter. Hallo, neuer Zwerg. Achso, sind die zwei ertrunken. Aber gut, ich mache erstmal Schluss. Bis später.